Wir fahren heute euren Local Skate Park und zwar nicht alleine, sondern Kiran ist hinter der Kamera auch mit dabei. Und wir sind hier in einem Local, der, ja, ich sag den Ort jetzt mal nicht, aber einige von euch kennen den Skate Park und wie gesagt, ist der Local von manchen. Und wir gehen jetzt mal durch den Skate Park durch und werden ihn shredden. Ich bin sehr, sehr bereit. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mit Kiran hier ein Video gemacht habe und halt ein paar Insta-Clips gefilmt habe. Viele meinten, ey, fahr da mal für ein separates Video für mein Local, also mein Local. Also alle, die den Skate Park hier kennen, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, es ist gut, September, bockt mega, jeden Tag ein Video mit Kiran und Janni. Richtig nice. Also bleibt die Kommentare voll mit Hashtags Gutzember. Aber wir fangen mal an. Wo wollen wir anfangen, Kiran? Was würdest du sagen? Also ich glaube, das Hauptding hier, was eigentlich das Herzstück ist, ist auf jeden Fall das Teil hier. Weil die Leute sehen gerade gar nicht, was eigentlich ist. Die sehen gar nicht die andere Rampe. Ich wollte gerade sagen, Leute, kommt mal ganz kurz mit. Also Kiran, erstmal, du bist natürlich auch am Start, ne? Ja, ich habe den falschen Roller jetzt. Ja, ist wirklich so. Aber Leute, ihr könnt sehen, es ist einfach eine riesige Jumpbox. Und die ist auch wirklich eigentlich recht cool. Wir sind hier für Kirans Video schon gefahren. Sie hat ein paar Macken, die zeige ich euch auch noch. Wir werden sie auf jeden Fall shredden. Mal gucken, was man so machen kann. Vor allem nicht nur von Quarter zu Bank, sondern von Quarter hier in die Bank. Das ist also so hip auch noch. Brian, gleichzeitig. Butter, wie wär's? Rüber? Mit dem Scooter? Digga, natürlich. Aber ich würde sagen, Leute, wir fahren das Ganze jetzt erstmal. Gehen danach zum nächsten Part. Quarter, Köps, damit hier auch noch. Sehr, sehr gespannt. Also, let's go. I'm balling. My mama told me that they might call it. I keep that stick, I don't do no brawling. Open up the doors and let them all in here. Yeah, they all in here. Ooh, big dog. We come back to pay, so we big dog. Okay, Leute. Ein bisschen auch chillen noch, weil es ist ziemlich kalt und sehr, sehr windig. Und jetzt komme ich auch mal ganz kurz zum Punkt, was ich gerade meinte schon. Und zwar hat die Box hier ein paar Macken. Ein paar? Also ein paar, viele sogar. Also es hat ja einen bestimmten Grund, warum es Google schlecht bewertet, das Skatepark hier ist. Genau, ne? Weil wir haben Kirans Video hier gedreht, Google schlecht bewertet, das Skatepark und es ist wirklich so. Komm, zeig den Leuten mal. Fang erstmal hier an, hier ist ein riesiges Loch. Genau bei der Box, beim Boxabschwung, ein Loch. Und das geht nicht, das ist blöd. Vor allem, weil diese Transition von hier Beton zum Blech, die ist einfach gigantisch und das bockt nicht, das ist einfach nervig. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass hier halt ein riesen Gap ist und dass hier es richtig tief reingeht. Und jedes Mal, wenn man gegenfährt, dann macht man erstmal ein Nose-Manual rein und dann hier hoch. Das ist wirklich, das nervt mehr als man denkt. Ansonsten hier ist es okay. Man kommt gut rüber, aber wenn man so Kickness machen will, dann ist hier einfach zu schmal. Man hat Angst, dass man hier irgendwie so hängen bleibt, wisst ihr? Digga, das ist mir schon mal passiert. Ich war hier schon mal tatsächlich vorher, bevor wir überhaupt mal hier waren, dass ich hier einen Trick versucht habe und fast darüber gefallen bin. Ich weiß nicht warum. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Kiran, du machst einen Trick, ja? Ja. Bro, war das gerade ein Tire Grab? Ja, aber ich bin auch schon vom Deck runtergegangen, Alter. Ey, weißt du, woran dich das erinnert? Weißt du auf dein Video, wo wir Oldschool-Tricks da machen? Boah, das war auch krass, Alter, ey. Da haben wir auch Tire Grabs und sowas gemacht. Aber okay, jetzt sind wir ein bisschen die Box gesprungen, ihr habt gesehen, man könnte an sich auch noch ein paar mehr Banger machen, auch Backflips und so. Ist aber halt ein bisschen unangenehm, es ist auch noch kalt und ihr habt das Loch vorhin gesehen. Wenn man da einmal durchfährt, dann war's das, dann landet man gar nichts. Aber wir haben jetzt noch hier die Hip, die shredden wir jetzt auch nochmal schnell, würde ich sagen. Die ist cool, das kann ich nichts anderes sagen, die ist eigentlich echt cool, da kann man Sachen raushauen. Deshalb würde ich sagen, hauen wir mal ein paar Sachen raus über die Hip, mal gucken, was hier so geht. Ja, ey, hä? Hä? Von wo kam das denn? Digga, also... Sehr nice, ne? Oh! Das ist alles First-T-Tricks. Heel-Kick-Grind und so, auch echt eigentlich ganz schlecht, kann man nicht sagen. Aber ich will noch ein bisschen mehr machen, ich hab nicht mehr Bock, vor allem das ganze Ding zu fahren. Pass mal auf. Oh mein Gott! Alter, also Front Buttercup, echt eklig. Aber der Backflip war richtig cool. Der war echt cool, aber den will ich noch einmal schaffen, ja? Ah, das wird nichts! Oh Mann! Aber was willst du machen? Du hast auch nicht genug Airtime, um da irgendwie was rüber zu machen, ganz ehrlich. Man hat wirklich kein Airtime, das ist echt ein bisschen blöd. Kiran, du löst mich aus, ja? Ich versuch mal irgendwas. Okay. Oh Gottes Willen! Junge! Das mache ich nicht nochmal! Das war eklig! Vor allem, weißt du, was das Problem ist? Warum der Skatepark auch noch so blöd ist? Hä? Er hat einfach meine Roller lose gemacht! Ah, mein das ist nicht geil! Mann! Aua! Komplett locker! Ja, so ist das nun mal. Oh, Mann! Aber okay, ich würde sagen, wir haben die Boxtür auseinandergenommen. Das reicht. Wir gehen jetzt zum nächsten Part und zwar haben wir die Quarter. Vielleicht kann man noch ein paar Airtricks machen, aber Leute, ich bin die Quarter schon gefahren in Kirans Video, es ist grausam. Okay Leute, dann zeige ich euch mal die Quarter! Also, den Buttercup normalerweise würde ich nicht stehen, ihr wisst es ganz genau, ihr kennt mich, aber ihr wisst auch, ihr seht auch, wie ich gerade stehe.
die Sonne blendet so dolle. Bei der Box ist es schon schlimm, aber hier ist es noch schlimmer. Die kickt nochmal richtig. Genau, hier fährt man drauf zu, dann kommt erstmal dieser gigantische Huckel wieder, wie bei der Box, hier ist aber noch schlimmer. Die kickt das richtig rein, dann ist dazu dieses Blech komplett rutschig. Ich bin vorhin, Kira hat es schon richtig ausgerutscht. Und ja, die Sonne, die macht es nicht besser. Wir können ein bisschen was machen, aber Leute, nehmt finde ich übel. Ich kann hier nicht viel machen, es ist wirklich sehr, sehr nervig. Aber ich würde sagen, wir hören auf rumzollen, ja? Ja, du machst erstmal was. Okay. Oh, Weißer! Da fehlt die Konzentration. Oh, oh mein Gott, war das gerade ein bisschen zu manual? Das war gefährlich. Ich bin doch vor allem nur mit dem Hacken auf dem Deck gelandet. Ich bin richtig so gelandet. Das hat man gesehen, das ist sehr sketchy war. Diese Quarter, wirklich. Ich hasse diese Quarter. Wie die Pest. Wieso bauen Leute an so eine blöde Stelle eine Quarter hin? Ich weiß auch nicht. Aha. Gut. Ich will gar nicht zu viel machen, weil dieses Cooping kickt vor allem so doll und so nervig hier ran. Guck du mal, was du kannst, okay? Ja, okay, ich gebe mein Bestes, aber du weißt, Bro, ja. Diese Quarter ist scheußlich. Die ist scheußlich. Ja, Mac, sehr nice. Sieht doch clean aus. Oh, sehr nice. Also, 2 Ticks, aber wir machen schon mal First Tee. Und weil wir uns nicht so lange hier aufhalten wollten, haben wir auch bei der Box wirklich schon ausgereizt. Ja. Gehen wir zum nächsten Part, oder? Ja, ob man das so nennen kann, ich weiß nicht. So, Leute, passt mal auf. Wir haben jetzt im nächsten Bereich 2 Curbs. Einmal hier eine ganz normale. Die ist ganz Standard. Ein bisschen hoch für Anfänger, würde ich sagen. Zumal das ganz, ganz schön nervt, dass es hier halt bergab geht. Das sieht man, glaube ich, gar nicht so doll auf Kamera, aber es ist halt wirklich so, dass man schnell fährt. Ja, ey, richtig. Wenn ich mich da oben hinstelle und ohne Anlauf, wie gesagt, halt einfach, also ohne reinpushen, runterfahre, fühle ich die Box zu flat. Nervig ist nur, dass eigentlich ist es ein Skatepark, das heißt, dass ein Curb in der Mitte von irgendeinem Place steht, damit man die von beiden Seiten fahren kann. Bedeutet, Leute, die jetzt mit links vorne fahren, so wie ich, die können das Ding nur falsch rumfahren und das Ding richtig und andersrum halt genauso. Und das nervt ein bisschen. Aber es ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gucken mal, was hier so geht. Ich fahre die beiden mal so ein bisschen im Train. Du fährst mit Herkieran, ja? Und mal gucken, was so geht. Boah, Junge! Alter! Ich bin nicht der Beste im Streetfahren, aber an sich ist es ganz cool, merke ich gerade. Man wird halt ein bisschen schnell. Ich habe da vorne gerade schon gemerkt, schneller will ich nicht sein, Kieran. Ja, aber das Ding bockt richtig doll eigentlich. Ja, und man wird wirklich beim Grinden wird man schneller, weil es halt immer weiter weg abgeht. Das ist echt gruselig. Aha, und? Oh. Yes. Also geht's so. Tigran, guck du mal, was du machen kannst, okay? Ja. Okay, ist ganz schön windig. Aber du machst es schon. Oh, oh Gott, das rutscht nicht so doll rückwärts. Ja. Aha. Sehr nice. Und komm, hier noch was. Oh. Oh Gott, das will. Alter, warum Leute. Warum versuche ich auch da einen 50-50 dran? Was ist denn mit mir los? Aha. Oh Mann. Ja, ist halt eine Fibel, ist okay. Yeah. Ist okay. Yo, kann man hier nicht machen. Als Local würde ich sagen, Kira, was sagst du? Ist okay, oder? Kann man auf jeden Fall ein paar Sachen üben, ja. Aber macht nicht so viel Spaß. Macht nicht so viel Spaß. Geht nice. Es gibt viele Dinge, die echt nerven, wie die Sonne zum Beispiel. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Scootelma-Video. Check Kira auf jeden Fall genauso ab. Und check die Kurse sowieso ab. Dann sehen wir uns morgen beim neuen Scootelma-Video. Haut rein, peace.